Ja, der Schweiz droht eine Zweiklassenmedizin oder sie hat bereits begonnen, unter anderem, weil gewisse Medikamente so teuer sind und nicht von der Grundversicherung bezahlt werden, dass einige Menschen sie schon selber berappen müssen. Ich glaube aber, dass ganz klar auch politisch noch mehr gemacht werden soll. Zwangslizenzen sind dafür gedacht, dass im Konflikt zwischen privaten Interessen, finanziellen Interessen und den Interessen der Öffentlichkeit, also der Gesundheit von uns allen, dass wenn hier ein Konflikt besteht, dass man da mit Zwangslizenzen zuhanden der Öffentlichkeit entscheiden kann. Diese Rechnung sollte sich auch lohnen, auch für die Pharmaindustrie. Aber wenn ich höre, dass da eine Marge, ein Gewinn von bis zu 25% da ist und diese Kosten gar nicht klar sind, die Entwicklungskosten, dann muss eine Transparenz her. Denn wir wissen aus Menschen, die in der Pharmaindustrie in der Entwicklung mitarbeiten, dass die Kosten, die hier als Grund genommen werden, gar nicht so hoch sind, wie immer behauptet. Wenn man dann mit Zwangslizenzen die Möglichkeit schafft, dass sich auch ärmere Menschen oder finanziell Benachteiligte ein Medikament leisten können und dann interveniert unter anderem auch die Schweiz dagegen, finde ich das sehr traurig. Denn meiner Ansicht nach sollte sowohl im Inland wie auch im Ausland jeder Mensch die medizinische Betreuung bekommen, die er oder sie braucht. Und dafür sind auch diese Zwangslizenzen da. Alle sollen Zugang haben und was in der Schweiz gilt, weil wir es richtig finden, sollte man auch im Ausland so sehen. Deshalb braucht es die Zwangslizenzen im Inland, aber auch weniger Einsatz von Seiten der Schweiz zur Bekämpfung von dieser Maßnahme im Ausland. Das ist mein Appell, nicht nur an die Regierung, aber auch.